Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr wollten Polizeibeamte einen Pkw in Manderbach kontrollieren, nachdem ihnen die Fahrweise des BMW auffällig vorkam. Als die Beamten jedoch das Signal zum Halten einschalteten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Der 17-jährige Fahrer raste auf die Kreisstraße 49 in Richtung Haiger davon. Er fuhr mit seinem Wagen mit bis zu 140 km/h durch Ortschaften, so ein Polizeisprecher. In Sechshelden endete die Flucht mit Papas BMW abrupt. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor der Jugendliche in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Dabei wurden der 17-jährige Fahrer und sein Beifahrer eingeklemmt, sodass die Feuerwehr beide befreien musste. Grund für die Flucht vor der Polizei dürfte die fehlende Fahrerlaubnis des 17-Jährigen sein. Auch sei der junge Mann bereits wegen desselben Deliktes schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten.